Recht herzlich willkommen zur 140. Folge von City Skylines. Ja, wir sind wieder im Spiel, haben irgendwo am Bahnhof was umgebaut. Jetzt müssen wir da mal hin, mal gerade gucken. Aber ich sehe hier gerade unten noch, da blinkt noch ein Zeichen. Warum ist da keine Bushaltestelle mehr angeschlossen? Hat das mit dem anderen zu tun, mit dem Umbau hier? Hier ist der Umbau. Könnte vielleicht auch sein, dass die Linie jetzt nicht mehr funktioniert. Das ist natürlich immer schlecht hier, ne? Mit Linie und so. Die hätten wir vorher wegmachen müssen. So, Bushaltestelle. Mach die mal gerade weg. Und dann fährt er woanders lang, ne? Jetzt müssen wir gerade gucken. Aber die Linie ist da auch nicht fertig, ne? Gut. Das würde bedeuten, von da nach da geht das. Na. Ich kann dem jetzt nicht hier, ne, sagen, komm, mach mal die Linie dahin. Warum will er das dann nicht? Ach so, ich weiß warum. Und das Häuschen vielleicht auf der falschen? Ne, ist nicht auf der falschen Straßenseite. Ich müsste das von hier machen. Wahrscheinlich dann. Dann da nochmal hin. Hallo? Geht nicht nach da. Keine Ahnung warum. Ah, ich sehe schon warum. Wahrscheinlich ist dieses hier eine falsche Straße geworden. Kann das sein? Ja, bestimmt. Zweispurige Straße. Das wird das Problem sein. Das passt schon, ne? Einmal hier wieder hin. Siehe da. Bushaltestelle geht wieder, ne? Da war ja eine. Dann machen wir die da auch wieder hin. Gut, okay, dann haben wir den Fehler da schon mal behoben. Jetzt gehen wir dann dahin, wo der andere Komplex ist, den wir noch umbauen wollen. Wo haben wir denn jetzt hier? Da ist die Stelle, sag schon die Haltestelle, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber die ist es nicht. Na, letztes Mal habe ich hier auch was gesucht und nicht gefunden. Einbahnstraßen, ich glaube hier war das. Ne, die gibt es ja tatsächlich. Ich war gerade im Überlegen, ich habe vielleicht den Pfeil vergessen zu gucken, dass er da lang geht, aber okay. Ja, hier muss irgendwie noch was passieren, ne? Wir haben jetzt die Feuerwache dahin gesetzt zum Schluss, glaube ich. Die Straße ist jetzt bis dahin vierspurig. Krankenwagen fahren ohne Ende durch die Gegend. Diese Straße ist weg. Jetzt müsste man gucken, wie groß der ganze Spaß hier noch ist. Gucken wir mal gerade hier. Dass wir das mal wegmachen. Dann zieht das Haus da weg. Machen wir erstmal diese ganzen blauen, schicken Flächen weg. Nicht, dass da einer noch auf die Idee kommt zu bauen. Im Moment. Taxistand ist da. Ich will das ja noch umbauen. So, die Häuser sollten mit der Zeit dann alle verschwinden, oder? Ja. So, da müssen wir nochmal genau gucken. Ich komme jetzt mit einer großen Straße hier reingefahren. Und haben hier am Bahnhof eigentlich den Weg dahin, ne? Diese. Lass mal das Verkehrsaufkommen gerade einblenden, wie viel da los ist. Ah, die ist immer noch voll dann, ne? Die ist ja auch sehr schwierig gebaut, ne? Lass mal gucken, dass wir hier noch was wegnehmen. Und die nachher bis hierhin angeschlossen kriegen. Das würde ich jetzt mal so veranschlagen. Diese Straße gerade rüberziehen. Wo ist denn jetzt hier die Kreuzung? Da. Ziehen die dann weg.
Nehmen wir auch noch weg. Das auch. Das weg. So, jetzt ziehen die alle weg, oder? Können jetzt mit der Straße da oben weiterarbeiten. Was ist denn das für eine? Hier haben wir Bahnschienen. Ist auf jeden Fall eine Vierspur mit Bäumen in der Mitte. Also diese. Das bedeutet, diese Straße soll später bis dahin. Geht nicht. Ist klar, ne? Aber bis dahin geht die. Definitiv. Vielleicht sollten wir die Kreuzung hier anschließen. Das würde bedeuten, wir müssen diese Straße hier vernichten gerade. Jetzt ist da auch keiner. Dann nehmen wir das Stück weg und binden diese Straße, die hier einspurig ist, nach da an. Gut. Na, die ist aber größer. Dann ist das eine vierspurige. Ist das eine vierspurige? Nein, das ist keine vierspurige. Nee, das ist jetzt verkehrt. Das wäre richtig. Das ist aber auch nicht die. Die wäre schön, aber diese Straße ist irgendeine andere Straße. Und ich sehe aber nicht welche. Tja. Ist das eine Vierspurige? Nein. Das ist keine vierspurige Straße. Das ist eigentlich nur so eine. Und jetzt sieht die schon wieder eher aus wie die, ne? Interessant. So, jetzt soll diese Straße dann noch mit der verbunden werden. Diese Straße muss also neu gebaut werden. Mag er natürlich nicht auf dem kleinen Stück, ist auch klar, ne? Das bedeutet, wir nehmen, wenn wir die wegnehmen, haben wir da. Ah, wir können das aber so managen, dass wir da vielleicht eine, sag schon, eine Zweispurige Straßenbahn. Nee, das will ich nicht. Ich will eine autarke Straßenbahngleis haben. Das. Das. Und das. So, die können jetzt da alle nicht mehr lang fahren. Die müssen sich jetzt einen anderen Weg suchen. Die kommen noch von da, die Straße. Das würde jetzt bedeuten, wir müssten eigentlich hier und da nach da auch so eine haben, ne? Aber parallel dazu. Kriegen wir das hin? Nein. Ja, das gestaltet sich schwierig. Dieses ist jetzt weg. Jetzt kann ich diese Straße auf jeden Fall nochmal abreißen, wenn. Ja, die Straßenbahn ist weg. Die wursteln sich da gerade alle durch. Und wenn da kein Auto mehr wäre, dann kann man es abreißen. Es fahren gerade alle in eine Richtung, weil da eine Einbahnstraße ist.
Dann würde das bedeuten, wenn ich diese Straße auch als Einbahnstraße mache, dann kann da ja keiner mehr langfahren, oder? So. Die fahren da alle sowieso weg. Ich sehe auch gar keine Dinge ins Straßenbahn jetzt. Gut, jetzt schnell umbauen. Auf. Nee, die war es nicht. Die war es. Da so hin. Das wäre jetzt das, was ich gerne machen würde. Geht aber irgendwie nicht. Entfernung zu gering. Okay. Jetzt bedeutet das, wir reißen das Stück ab. Gehen dann schnellstens auf die Straße und bauen die dann noch hier hin. Da ist sich der da im Weg wahrscheinlich. So, jetzt auf ein neues. Jetzt geht's. So. Jetzt haben wir das angebunden. Jetzt möchte ich dann aber da die Straße noch wieder bauen. Zweispurige Straße mit Straßenbahngleis. Geht noch da nicht hin. Aber wir müssen das Stück noch abreißen. So, jetzt auf ein neues. So, jetzt haben wir das. Das bedeutet, das funktioniert erstmal wieder. Hier fehlt uns jetzt ein Gleis jeweils. Updaten wir das. So. Jetzt würde das erstmal wieder laufen, oder? Dieses Stück kann weg. Das Haus wird gleich verschwinden. Dieses Stück kann auch weg. Da ist noch die U-Bahn, das musste ja bleiben. Das ist jetzt der Weg dahin. Ja, kann man das ein bisschen kippen? Kippen wir anders, ne? Das ist drehen. Ne, das war es nicht. Ich muss, glaube ich, ja, genau so ist es. Die Mittelmaustaste war es. So. Bushaltestelle ist nicht mehr am Blinken. Hier sieht es ein bisschen komisch aus. Wäre schön, die da lang zu machen. Was ist das für eine Straße hier? Ich glaube, eine Zweispurige ist das schon. Mit. Also das würde ich dann definitiv hier ohne machen. Sag schon, da nur die Bahn lang fahren lassen. Und diese Straße wäre schon schön. Warte mal. Ist die denn wichtig, da reinzukommen? Ja. Und die da, geht das? Einspurig? Nee. Doch, einspurig ist die. Nicht so, sondern so. Macht er aber nicht. Macht er von da nach da? Macht er auch nicht. Dann gefällt ihm das nicht. Gut. Das würde jetzt aber so bleiben. Oder wir machen das da weg. Weil das gefällt mir noch nicht so ganz hier mit denen, ne? Mit dieser Bauweise. Die sind weg, der auch weg. Ich würde das jetzt gerne so rüberziehen. Das wäre so zu machen. Ich kann jetzt schnell diese Straße abreißen. Die kann auch weg. Und ich kann jetzt von hier noch darüber ziehen.
So gefällt es mir besser, ne? Diese Stichstraße wäre jetzt über, aber ist alles okay. So, ich glaube, so können wir das einigermaßen lassen, oder? Jetzt hier noch ein paar schöne Straßen reinziehen vielleicht. Geht da so? So, schönes Rondell, ne? Alles kann da wieder hin. Da müssen wir noch das Pünktchen wegmachen. Das machen wir auch gerade weg. So, nochmal ein Blick drauf. Aber das Entscheidende ist ja eigentlich dieser Blick hier, ne? Der Bahnhof ist zu, ne? Warum wollen die da alle lang? Da sind 1000 Busse stehen, ne, oder? Inklusive Straßenbahn. Das sind nur Straßenbahnen, oder wie sehe ich das? Jetzt fahren die Straßenbahnen 2. Ich weiß nicht, verbessert haben wir es nicht, oder? Tendenziell neige ich dazu zu sagen, hier braucht gar kein Auto lang, ne? Verkehr ist noch schlechter geworden. Die staut sich noch mehr zurück. Warum wird hier jetzt nicht gefahren? Können bis da vorne vorfahren, stauen sich aber immer noch bis auf die Autobahn, das will ich nicht. Ja, kurz mal kippen wieder. Okay, wir müssen da so hoch sein, damit wir über den Zug kommen. Tendenziell hier eine Schleife bauen. Einen größeren Straße, die da runter ist, oder? So, eine Etage tiefer. So. Und wie kriegen wir das hin? Das will er nicht. Das ist zu steil, sagt er. So, und dann hier eine Einbahnstraße rausmachen. Einfach fertig. Geht das? Ist die Frage. Haha. Jetzt verschwinden sie, aber die anderen fahren vorwärts. Gott ist es. So, und dann das noch abreißen. Dieses Stück. So, jetzt ist die Frage, ob wir den Stau von der Autobahn wegkriegen. Sieht momentan danach aus. Die Strecke ist länger. Das muss auch noch weg. Ja, Abfahrt ist länger geworden. Staut sich auf dem neuen Stück weniger. Okay, könnte eigentlich dann von Rot mehr Richtung Grün gehen. Auf jeden Fall auf der Autobahn, das ist für mich das Entscheidende. Ich möchte auf dem Autobahn keinen Rückstau haben. Der ist natürlich jetzt hier, ne? Aber so, jetzt fahren wieder welche. Auf der Autobahn noch kein Stau.
Nee, sieht jetzt gut aus. Die Autobahn müsste wieder entlastet werden. Gut. Kreuzung hier ist natürlich schlecht. Hier drüben geht's nirgendwo lang, oder was? Dass da keiner fahren will, irritiert mich. Ist eine dicke Straße und fährt keiner lang. Die wollen alle hier hin, ne? Und dann hier noch sogar hin. Ne, das ist schon, wo sie herkommen. Gut, aber das ist erstmal so weit, so gut. Wir sind ja schon wieder einen Schritt weiter. Nicht optimal. Stau fängt langsam hier auf der Autobahn wieder an. Keine Ahnung. Vielleicht hätten wir das letzte Stück hier anders machen müssen. Warte, wir können die Straße noch schnell aufwerten. So. So. Und so. Machen wir auch noch so, oder? Können die doch da zweispurig fahren, ne? Ja. Sieht auf jeden Fall besser aus. Jetzt muss da einer wahrscheinlich wieder rüberfahren, ne? So eine Pennnase gewesen, ne? Ist aber trotzdem nur einspurig. Weil links kaum einer abbiegt. Naja, ist erstmal so. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.